Boah, 3 Minuten Spaß. So, hallo zusammen. Guten Abend. Guten Abend. Ivan und Michael begrüßen euch zum heutigen Workout vom Athletic and Fitness Club. DJ ATX ist auch am Start. Wir haben uns was Gutes überlegt für heute. Wie viel sind wir denn? Sind schon? 10. Schön, 10. Ah, da kann man anfangen. Da kommen jetzt noch schon welche, ne? Ja, genau. Gut, dann wollen wir mal Richtung Tafel. Bist du fit, Ivan? Ich bin fit. Gut. Ich freue mich riesig. Schön. Hoffe, ihr auch. Ja, heute war es ein bisschen mehr zum Schreiben. Ich bin froh, dass ich noch fertig worden bin. Vor 18 Uhr. Wir machen uns insgesamt 9 Minuten warm. Und nachher kommt dann, also beim Warmmachen machen wir 1 Minute die Buttkicks, 1 Minute Squats, dann 2 Minuten exzentrische Push-Ups, hört sich schlimmer an als es ist, 1 Minute Ausfallschritte mit Rotation, Sit-Ups, 1 Minute und am Schluss noch schöne Grüße an Philipp, 3 Minuten den Schuhplattler. Und zum Core und zum Workout sage ich nachher mehr. Ja. Mhm. Ich habe jetzt aber auch wieder ein richtiges Bild. Okay. Okay, also wie gesagt, Ivan macht's vor. Wir, ja, gerne. Erste Übung, 1 Minute lang die Buttkicks. Ich denke mal, ist für alle eigentlich klar. Danach, genau, 1 Minute die Squats. Danach kommen jetzt 2 Minuten lang die exzentrischen Push-Ups. Die machen wir schön langsam, also in der Liegestützposition fangen wir an, dann ganz langsam ab, richtig ablegen und dann auf die Knie schieben wir zurück, kurz durchstrecken, genau, und dann gehen wir wieder in die Liegestützposition und gleiche von vorne. Schön langsam, wie gesagt, es geht 2 Minuten, ihr braucht da keine 60 Push-Ups machen. Dann kommt 1 Minute lang Ausfallschritte mit Rotation. Oder Lunges mit Rotation. Genau, immer zu der Seite, wo wir das Bein aufgestellt haben, drehen wir den Oberkörper. Auch schön langsam. Dann 1 Minute Sit-Ups. Klassiker. Der Klassiker, genau. Und am Schluss noch 3 Minuten den Schuhplattler. Den nach Schuhform machen. Also wir fangen langsam an, erstmal ohne die Hände. Genau, und dann hinten. Und dann andere Seite. Im Wechsel, ohne Jodeln. Genau, also Philipp, schöne Grüße an dich. Wir versuchen es irgendwie hinzukriegen und mit Armeinsatz. Also ich habe so verstanden, innen, außen, hinten, andere Seite. Ja, innen, ja, außen, hinten. Genau. Und wenn wir dann mal drin sind, dann bauen wir den zweiten Arm noch ein. Okay. Ein Selbstläufer. Ganz klar. Sehr schön. Sehr gut. Okay, 13. Und Freitag, super Zahl. Oh. Hm. 10 Sekunden geht's los. Jawohl. Seid bereit? Viel Spaß euch, noch was? Und was geht's? Push-ups. Bossy, bossy, Godfather, man a OG, man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like a bossy. This is us, this is us, this is us. I live on the west side of America, where Jetzt geht er einzeln nach vorne. Okay. So, trink kurz was. Ich denke, wir sind alle ein bisschen, haben jetzt unseren Puls ein bisschen hochgekriegt. Vielleicht auch ein bisschen lachen müssen, gerade bei der Übung. Es ist schon komisch, wenn man dann an Bewegungsablauf was ändert, kommt man gerne mal raus. Ja, das ist richtig tricky Sache. Ja. Konventionssache. Mario fragt, wer klont mich jetzt? So ungefähr fühle ich mich auch, ja. Das sah bestimmt lustig aus. Aber ja, mir gefällt die voll. Also das ist meine Lieblingsübung. Ja, im Warm-up, Philipp. Der Gruß geht an dich. Ja. Gut, während ihr noch vielleicht noch ein bisschen verschnauft, geht die Kamera wieder in Richtung Board, Whiteboard, für den Core-Teil. Ja, ihr seht schon wieder, Bier holen ist, ja, ist wieder dabei. Wir haben uns an die Übung gewöhnt. Das diesmal variieren wir sie noch mit dem Inchworm, also Bear Hold to Inchworm, wäre quasi die Übung 1. Danach Übung 2, der Superman Crisscross. Und Übung Nummer 3, die Star Plank. Wir machen das in dem Rhythmus 60:20. Also 60 Sekunden Belastung und 20 Sekunden Pause und davon 3 Runden. Genau, ja, es geht. Der Superman Crisscross, der sorgt ein bisschen für Entspannung. Okay, Ivan macht es wieder vor. Das heißt, beim Bear Walk machen wir wieder quasi die Grundposition, genau. Ganz leicht die Knie anheben. Das ist jetzt quasi die Grundposition. Dann gehen die Beine in die, erst die Beine in Liegestützposition. Wenn du in Liegestützposition bist, jetzt mit den Armen nach vorne. Kurz halten, Arme zurück, in Liegestütz und wieder in die Grundposition vom Bear Hold. Das ist quasi die Ausgangsstellung, ist die Bärenposition und Bear Hold. Und dann gehen wir quasi in Liegestützposition, dann gehen wir in die Überstreckung, Inchworm, wieder zurück Liegestütz und wieder, genau. 60 Sekunden. Danach 20 Sekunden Pause, dann kommt der Superman Crisscross, dafür legen wir uns flach auf den Boden und dann im Prinzip diagonal, linker Arm, rechtes Bein im Wechsel anheben. Das andere Bein und der andere Arm, der liegt wirklich flach. Guckt, dass ihr den Bauchnabel einzieht. Genau. Und dann noch die letzte Übung, die Star Plank. Das ist nichts anderes, wie dass wir uns zu einer Art Seestern, genau, wow, okay. Das ist sehr fortgeschritten. Ich war in 1 Minute. Okay, wird interessant. Genau, also entweder geht es schon weit runter, wieder Ivan, oder ein bisschen höher halten. Genau, also hinten Beine ein bisschen. Ja gut, das wär zu einfach. Okay. Sehr gut. Jetzt müssen wir bloß noch schön die Uhr einstellen. Ja, Moment. Das kann ich so nicht lesen. Intervall. Okay, ich glaube, ich hab's. Wie wollen wir? Wollen wir so oder in die Richtung? Wie machen wir es? So, oder? Okay. Ja. Dann würde ich jetzt auf die Uhr drücken, dann sind es noch 10 Sekunden. Viel Spaß. Jawohl. Ja. Wir fangen an mit dem Bear Hold zu Inchworm. 3. Genau, Ausgangsposition. 1. Halten wir, dann Liegestütz, überstrecken, Liegestütz und Ausgangsposition. Jetzt kommt dieser Superman Crisscross. Noch schön. Ja, 3, 2 und los geht's. Und halten. Und dranbleiben. Letzte 20. Hol ab. Ich rutsch so, ne? Ja, ja. Genau. Okay, das war schon Runde 1. Ja, mein Handtuch gleich. Round 2. Okay, jetzt wieder Bear Hold to Inchworm. Fertig machen? Los geht's. Okay, noch 5, kommt wieder, Crisscross, 2, 1, los geht's. Bauchnabel weg vom Boden, einziehen. Dann machen wir Star Plank. 4 Sekunden geht es weiter. 3, 2, oh, los geht's. Letzte 20. Kommt. Gleich vorbei. Noch 8. 3, 2, 1. Sehr gut. Runde 2. Geschafft. Plank Deluxe, ne? Schwitzen ohne zu bewegen, ja? Das gibt's ja gar nicht. Okay, letzte Runde. Der Bear Hold to Inchworm. Fertig machen. Los geht's. viel wärmer heute. Ha? Ganz viel wärmer heute. Ist Sommer. Das ist schön. Ja, das ist schon ein Platz. Hier drin ist Poller machen. Okay. Okay. Crisscross. Los geht's. Okay. Letzte Übung. Einmal noch den C-Stern. Ja, das ist richtig. Macht mir den Patrick, wenn du den kennst. Patrick? Kennst du Patrick? Ja, genau. Oder? Genau. Wer kennt den nicht, oder? Das ist der Beste. Los geht's. Auf 40! Auf 30! Komm, dranbleiben! Jetzt stehen 20! Doch, nicht ganz Feierabend, Entschuldigung. Oh. Ich muss mal weg. Genau, wir haben es euch hingeschrieben. Wir gehen jetzt. Sehr schön. Ja, ich kann ganz schön schwitzen, ohne groß zu bewegen. Ich hoffe, euch hat es auch angestrengt. Ivan, bei dir? Ich fand's super. Ging's? Ich fand's wirklich super. Okay. Sehr. Ja, sehr entspannt, sagt DJ ATX war sehr entspannt, gerade beim Bohr. Ja, genau, Wintersauna, nur sitzen und schwitzen. Aber auf jeden Fall genau. Super. Andere Übungen wie wie gewohnt. Aber ja. War gut, war gut. Sehr gut. Ja, wir probieren alle immer unsere Workouts zu variieren. Ja. Deswegen, ich habe mir auch heute mal was Neues überlegt. Ich habe es noch nicht gemacht, selber, das Workout. Deswegen bin ich selber gespannt, wie es rüberkommt. Ich habe es mal Speed Down genannt. Im Prinzip machen wir die Übungen mit verschiedenen Geschwindigkeiten und auch verschiedenen Zeiten der Belastung. Also, ihr seht hier in der ersten Spalte Time, das sind die Sekunden, die einfach im Prinzip die Zeitangabe sind, was wir da machen. Und dann quasi in der zweiten Spalte, die erste Übung, werden die Push-Ups. Und wir fangen hier jetzt an, also die ersten 15 Sekunden Push-Ups fast. Das heißt, wir geben Tempo in den 15 Sekunden, so viel Liegestütze, wie ihr schafft. Das geht schon 30, oder? Also 30, diese ATX meint 30, alles unter 30 ist schlecht. Nein, ich weiß nicht, vielleicht schafft ihr 15 pro Sekunde ein, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht durchgemacht. So, dann haben wir hier die 15 Sekunden, das ist quasi unsere Pausenzeit, deswegen hier der Strich. Dann 30 Sekunden machen wir die Liegestütze ganz langsam. Das heißt, so 4 bis 5 Sekunden brauchen wir zum Runtergehen, dann drücken wir uns schnell wieder hoch und gehen wieder langsam runter. Danach haben wir 30 Sekunden Pause und dann machen wir 30 Sekunden Push-ups gehalten. Am liebsten unten, wir machen es gleich nochmal vor, unten gehalten. Wenn das zu schwer ist, kann man auch oben halten. So liegt. Genau, und bei Übung 2, Squat, Jumps, dass es auch schnell geht. Pause, dann ganz langsame Squats, also gehen wir auch wieder ganz langsam runter und drücken uns schneller hoch. Pause und dann noch Squats, tiefe Squats gehalten. Hier, das heißt immer 60 Sekunden Pause. Dann kommt der Bauchpart, das heißt wir machen 50 Sekunden lang Mountain Climbers, so schnell wie es geht. Pause, dann machen wir Sit-Ups. Da gehen wir langsam runter, also wir gehen schneller hoch und ganz langsam runter. Pause, Hollow Body. Ist klar, denke ich, für jeden mittlerweile. Letzter Durchgang machen wir die Lunges, gesprungen, quasi die schnelle Variante. Dann langsam machen wir sie aber reverse, wir machen es gleich noch vor. Pause und dann machen wir noch gehalten, also im Lunge gehalten. Ja, das sind dann in Summe, wir machen jede Spalte zweimal durch, sind wir bei 24 Minuten, müsste es sein. Gehen wir weiter dann? Ja genau, also genau, wir machen dann die Liegestütze einmal durch, haben die 60 Sekunden Pause, machen sie nochmal durch, 60 Sekunden Pause und gehen wir gleich zur Übung 2. Ja. Okay, Ivan, würdest du vormachen? Jawohl, natürlich. Okay, also klar, Liegestütze fast, brauchen wir jetzt nicht zeigen, die langsamen, das heißt Liegestützposition, dann quasi zählst in der Runde 4, 3, 2, 1 und drückst dich wieder hoch. Genau, 4, 3, 2, 1, so ungefähr in dem Tempo. Dann gehalten, also am liebsten schön unten gehalten, genau die schwere Variante. Wenn es zu schwer geht, der darf auch in der oberen Liegestützposition so halten. Genau, zweimal, dann super. Dann zweiter Durchgang geht es auf die Beine, also Squat Jumps. Klar. Dann Squats Slow, also ungefähr gleiches Prinzip, so wie bei der Liegestütze. Schön langsam runter, so 4 Sekunden, 5, dann hoch, genau. Jawohl. Und am Schluss noch Squat, tiefe Squat gehalten. Ja, geht schön weit runter dann. Ja, genau. Ja, genau. Wer möchte, kann seine WhatsApps checken. Genau. Dritte Übung ist ein Bauchteil, Mountain Climbers, fast quasi, 15 Sekunden, Vollgas geben, dann die Sit-Ups. Wie gesagt, wir gehen normale Geschwindigkeit hoch und dann schön langsam, gleiches Tempo, 4 Sekunden ungefähr wieder runter. Guckt, dass es schön langsam mitnimmt, dass ihr eure Muskeln spürt und wieder hoch. Und dann letzte Übung, Hollow Body. Ah, wunderbar. Wunderbar. Wie im Ballett. Und letzter Durchgang, wieder was für die Beine. Lunges, gesprungen, 15 Sekunden. Wir können versuchen, wie schnell wir sie hinkriegen, weiß ich jetzt nicht genau, ob wir das Tempo ein bisschen erhöhen können. Dann langsame Lunges, aber reverse, also rückwärts quasi. Gehst runter, gehst langsam runter, langsam hoch. Genau. Abwechseln? Ja. Genau. Und am Schluss noch, wir machen nicht abwechselnd, immer das gleiche Bein. Immer das gleiche Bein in der ersten Runde, quasi immer mit rechts nach hinten. Und dann beim Hold machen wir auch wieder das gleiche Bein nach hinten und halten das. Und beim zweiten Durchgang nehmen wir mal das andere Bein. Perfekt. Perfekt. Was soll ich, da fällt mir nicht mehr ein. Egal. Ja, also ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ja, ich auch. Ich auch. Du auch? Ich glaube, wir machen es mit der Zeit, soll ich lassen einfach mal. Achso, wenn du was Sprücherchen mal. Wenn wir alle 15 Sekunden 5-mal drauf, oder? Oder machen wir, stellen wir 15 Sekunden ein. Ja, warte. Willst du das machen? Ja, ich hätte es gesagt, 15 Sekunden, ja. So wie du es vorher gesagt hast. Ja, okay, also ich stelle jetzt ein. Augen. Ich mache jetzt einfach mal 50. Ihr müsst euch noch ganz kurz gedulden, jetzt kriege ich sogar meine Ohren mit hin, sorry. Geht gleich los. Ja, DJ. So ein bisschen. Beschäftige ein bisschen die Leute. Nee, trink noch einen Schluck. Genau, kannst du noch ein bisschen beschäftigen. Nicht, dass wir alleine. Sagst du, sagst du. Ja. Du sagst schon, wenn wir alleine sind. Ja. Da hast du auch keine Werbung. Er hat! Geht gleich los! Jetzt lachen doch alle! Okay! Guck mal hin! Wir fangen an mit schnellen Liegestütze. Ivan! Jawohl! Michael! Leute, viel Spaß! Viel Spaß! Hauptprogramm! 10 Sekunden an! Ecuador! Ecuador! 3, 2, 1, los geht's! Das haben wir verzählt! Pause! Okay. Also es war mindestens. Okay, jetzt kommen wir langsam hin. 3, 2, 1, los geht's. Und hoch. 4, 3, 2, 1, hoch. 4, 3, 2, 1, hoch. 4, 3, 2, Pause. Wenn ihr länger machen müsst, scheiße. Sorry Leute, kann noch besser werden. Ja. Okay, jetzt kommt gehalten. Fertig machen. 3, 2, 1 und gehen wir runter. Ich habe mich gerade echt verzählt. Scheiße. Ja. Aufpassen. Ich habe schon gedacht, das ist schnell frei geworden. War aber schnell. Okay, noch 15. Und Pause. Micha, Unibus! Noch 45 Sekunden! Also nochmal die Push-Up-Runde! Noch 30 Sekunden! Auf gleiche Nummer! Und sorry, ich habe mich tatsächlich bei den langsamen Liegestützen verzählt. Heilig! Okay, letzte 15. Dann fangen wir wieder an. Okay, noch 5. 3, 2, 1 und Vollgas. Pause. Ja, war nervig. Liegestütz, aber 17, ja? Also bei mir ist 27, bei dir sind ja klar. Du hast mehr geschafft, klar. Okay, ganz klar. Und jetzt gehen die langsamen. 4, 3, 2, 1, hoch. 4, 3, 2, 1. Schön. Ja, schon gut, ja. Jetzt noch gehalten in 15 Sekunden. Geht's los. Okay, fertig machen. 2, 1 und runter geht's. Alles okay. Schultern. Ne? Ha, bei dir Schultern. Echt? Nicht zu weit vorne. Ja, nicht jetzt. Ich will die Hände weiter. Das ist lasch ein bisschen. Oder? Was will? Was heißt wehtun? Komm, letzte 10. Noch frei. Pause. Ach, ja. Ey. 60 Sekunden Pause. Push-Up-Runde. Ui. Ah, ich. Eigentlich fühle ich mich, ja. So sieht es auch aus jetzt. Oder? Das ist brutal. Sehr gut. Über die Beine. Genau, jetzt kommt der zweite Durchgang. Wir haben noch 30 Sekunden Zeit. Sind die Squat-Jumps, danach die langsamen Squats und dann noch Squat-Hold. Ich denke, wird nicht so anstrengend sein wie die Liegestütze. Schauen wir mal. 15 Sekunden geht's los. kommt. Wir langsamen. Warte mal. Jetzt kommt der Bauchpart. Wir haben jetzt gleich noch 3 Sekunden. Wir fangen an mit dem Mountain Climber. 50 Sekunden lang, so schnell ihr könnt. Im Anschluss kommen die Sit-Ups, wo wir die quasi, wenn wir wieder runtergehen, ganz langsam machen. Und am Schluss noch der Hollow Body. Das geht in 10 Sekunden weiter. Block Nummer 3. Den Bauch gewidmet. Fertig machen. Und los geht's. Was geht denn? Tempo! Den so auch, oder? Nie gesehen, oder? Wahnsinn! Okay, Sit-ups. Slow. Langsam runter. Etwas länger Pause, 30 Sekunden. Für den Hollow Body. 4, 10. Nein. So. Und halten. Auf 15. 10. 5. Und Pause. Ah. Den hasse ich jetzt. Ja. Ha? Den hasse ich. Oder war nicht? Ah, ist so geil. Das ist einfach mega gut. Finale Variation. Ich kann mir für die Zeitung von vorne laufen. Ich werde es zu wenig finden. Nee, das muss ich ja fangen. Das ist langweilig. Also noch 22 ab. Aber schon gut, ja. Noch 30 Sekunden. Ja, können halten. Mathe, liegst du bei der Stärke? Ja, ja. Rechnen. Mathe, rechnen gut. Noch 15. Und jetzt zwei. So, das kann ich. Ich will nur schnell im Mountain bleiben. Okay, noch 5 Sekunden. 2, 1, Mountain Climber, Tempo! Pause! Wieder ab. 3, 2, 1. Los geht's. Okay, noch einmal den Hollow Body. 10 Sekunden. 5, 2, 1. Los geht's! Geschafft. Jawohl, noch einer. Sehr gut. Ah, nochmal an die Beine. Einmal noch Beine. Okay, also ich würde sagen, wir machen die erstmal das rechte Bein. Das heißt, am Anfang Lunge ist gesprungen, natürlich im Wechsel. Und dann nur mit dem rechten Bein quasi nach hinten. Und wir haben noch Zeit ein bisschen. Und am Schluss auch das Halten, rechtes Bein hinten. Okay. Jetzt ist quasi Spiegelverkehr, aber ich weiß, das ist das linke, glaube ich. Einmal ansehen. Einmal noch, gell? Einmal noch. Okay, nach dem noch einmal. Ja. Ne, es geht weiter, gell? Also, Lunge ist gesprungen. In 5 Sekunden geht's los. 3, 2, 1. Los geht's. Okay, der Holz linke Bein, der Holz ist rechte. Reverse Lunges nach hinten, langsam. Los geht's. Langsam runter. Und Pause. nach hinten und halten. Hoch, eins und halten. Check. Genau, oder? Also heute haben wir den Zeit gelassen. Die natürlich nicht absetzen auf Boden. Auf 5. Und Pause. Ausschütteln. Einigen und Pause. Sehr gut. Okay, noch 30. Noch eine Runde. Und das schaffen wir. Ja. Mal wieder die Lanze gesprungen. Super Tempo zu machen. 5. 2, 1, los geht's! Pause! Okay, reverse slow, anderes Bein. Hoch, ein, geht. Ich fand's, ging, oder? Also ich hab's am Anfang nicht gewusst, was mich erwartet, aber es war okay, oder? Oh, das ist schlimmer jetzt. Ja. Von uns erlebt. Also ich hab mich einmal vertan am ersten Block mit den Liegestützen. Leider. So, können wir nachholen, ja, stimmt. Und wir müssen eigentlich nochmal von vorne machen, weil wir haben ja falsch angefangen. Groupie Jumps. Okay. Leicht überzogen, aber... Ja. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Ja. Hoffen, dass ihr wieder einschaltet am Montag. Ich weiß gerade gar nicht, wer kommt. Sascha und André. Ah, schön. Soweit ich informiert bin, 18 Uhr. Also. Mit den 2 Master Chiefs. Das nächste Woche aus Montag, Mittwoch, Freitag. Montag, Freitag sicher. Mittwoch muss ich noch entscheiden, ob wir dann noch ein Gewinnchen haben. Okay, okay. Aber ihr hört auf jeden Fall von uns Montag, Mittwoch, Freitag, in welcher Form auch immer. Bleibt gesund. Macht's gut. Bewegt euch und Habt ein schönes Wochenende. Ciao. Ciao.